Herzlich willkommen zurück zu Wither mit dem Goro bei. Und dem Nephias. Jo. Ja. Ja, so, ich habe gesagt, in der Folge gehen wir jetzt buddeln. Und der Goro geht Fisch fangen. Meine Herren, wie macht man denn eine Angel? Rod, guck doch bei Rod. Rod. Ich hab's. 3 Sticks, Quatsch, 2 Strings. Sie wusste ich natürlich, dass wir antworten werden. Ehrlich, du wusstest das englische Wort für Angel nicht mehr. Nee, das wusste ich auch nicht, aber. So. Aber noch schlimmer war, dass ich nicht. Das ist ehrlich, das ist eins der einfachsten Craft-Items und du brauchst es immer. Das ist wie Pfeile, die vergesse ich auch immer. Ja, es ist aber auch. Hab ich noch Stickies? Ja, hab ich noch. Soll ich mir noch Fackeln machen? Oh, das ist wieder richtig geile Ausbeute gewesen, ne? Hast du jetzt schon Fische? Nee. Er fängt nämlich gerade noch nichts. Hab ich Strings, dann angel ich mit. Aber wir arbeiten dran. Sticks hab ich. Hab ich Strings? Hab ich String-Tangas hier? Haben die Ladies wieder ihre Tangas vergessen? Juhu. String-Tangas sind eigentlich voll aus der Mode. Trägt keiner mehr, ne? Strings? Ja. Ist mir auch schon aufgefallen. Also früher, als ich in der Schule war, hat jedes Mädel irgendwie Tangas getragen, aber hatte die auch sehr hart zur Schau gestellt, muss man dazu sagen. Mhm. Und jetzt ist es aber mehr so... Mehr sind das Strings. So Hotpants und so. Finde ich besser. Ja, finde ich auch. um mal hier männliche Themen anzuhauen. Also Tangas sind so... Ich weiß nicht. Da kannst du auch nichts anhaben. Da kannst du nichts. Aber wobei, die sind, können auch gut sein. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass sie ganz schlecht sind. Nein, scheiße sind sie nicht, aber sie sind uninteressant. Ja, es ist schon... Also Hotpants kann schon sexy. Ja, es gibt bei mir zu Hause die Hotpants-Regel. Alles Weibliche darf nur mit Hotpants rumlaufen. Deswegen war ich auch noch nicht zu Besuch. Zum Glück. Weil ich auch Hotpants anhabe. Nur Goro zündet die immer an, der versteht das falsch. Ich soll doch mal eine Hose anziehen. Du hast doch gesagt, du mit Hotpants. Ich hab mich nur auf den Ofen gesetzt. Die Heizung. Den Herd. Aber ich krieg hier keinen Fisch, Goro. Einen habe ich. Ja, du brauchst ja nur einen, ne? Also zwei brauchst du. Ja, zwei brauche ich. Was bringt mir ein Zauberspruch? Heute beißen die Fische schlecht. Oh, ich hab einen zweiten jetzt. Bei mir hat einer angebissen, aber er kam nicht mit. Aber du hast ja jetzt einen zweiten. Na gut. Wer hat hier eigentlich mein Grundstück so zerstört? Warst du wahrscheinlich selbst. Nee, das ist nicht mal mein Grundstück, sehe ich gerade. Unangenehm. Das ist ein ungeclaimtes Grundstück. Feather Rawfish Vintium, das 2 brauche ich nochmal. Hast du denn genug Eisen oder muss ich jetzt zurückgehen und dir Eisen mitbringen für die Pickaxes? Für die Pickaxen. Ja, du brauchst Werkzeuge, habe ich gesehen dafür. Ja, ich hab, glaube ich. Pong. Du hast den Dachvorsatz da oben auch nur dahin gemacht, damit man mit dem Sprung nicht zu hoch springt, oder? Ja. Ich bin da gerade gegengetickt und dann genau vor der Tür gelandet. Ja, das ist der einzige Grund. Das Tonk. Ah. Du kannst noch mal 2 Clay besorgen, vielleicht. Oh. Nee, warte mal, ich glaube, ich hab 2 Clay. Glück gehabt! Hast alles in Ordnung? Ich bin nämlich gerade hier gewesen, weißt du? Orange Dye. Und was brauche ich noch? Weiß ich nicht. Mir wurde auch gesagt, ich soll den Bedrock noch scannen. Da kann ich ja gleich mal hingehen. Feather Raw Fish. Okay. Abracadabra Simsalabim. Mit Federn. Du kannst mir ja mal sagen, was da an der Seite steht, was ich reinschmeißen soll. Fisch. Clay. Rune, die orangene. Schaufel. Auf einmal geht er weg, ey. Ich wusste, ich habe irgendwas vergessen. Ich werde mir nur nicht. Ich habe keine Schaufel gebaut.
Ich hab was eine Großes an der Angel. Sagst du? Schaufel, ja. Hab ich natürlich. Spitzhacke. Meinst du, ich kann eine Benutzer reinschmeißen? Ja, mach. Oh, ja, das geht nicht. Hast du vergessen, ja? Ja? Warum bist du mit deinem Mama so weit nicht geangelt? Erstmal grabben. Ach, er hat's auch schon. Was? Was? Kam es zweimal raus? Oh, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Was hast du denn gemacht? Ich habe einen AOE-Spell, ich weiß nicht, was er kann. Also ich habe den Spell, ne? Den ersten, der rauskam. Hast du den? Ja, den ersten, aber ich habe jetzt aus Versehen einen zweiten gemacht und weiß nicht, was er kann. Ja. Muss jetzt irgendwo. Ach, er kann gar nichts. Wie hast du den denn gemacht jetzt? Ich habe quasi nur das Schießen drauf. So wie du halt zum Schießen abbaust. So. Er kann halt nicht abbauen, der Spell. Ach so. Der ist halt Müll. Der ist scheiße. Weg damit. Ab ins Meer. Ab ins Meer. Der kann halt nichts, der Spell. Ist halt scheiße, weil ich nicht weiß. Also ich kann abbauen. Ja, ja. Bei dir war ja auch alles richtig. Ich habe gedacht, schmeißt du mal alle Sachen rein. Dann sucht er sich die Sachen selber zusammen, aber naja. Pustekuchen, ne? Ach so, weißt du, warum du den hast? Na? Ich habe auf einmal eine orangene Rune, Clay und eine Schaufel im Inventar. Aha! Ja, Mensch, dann komm doch mal wieder zurück. Ne? Ich hab die anscheinend aufgesammelt neben dir. Ja, kein Wunder, das hat nicht funktioniert. Ich hoffe, du hast den Fisch noch. Das, das und das. Aber ich kann buddeln. Soll ich es mal in deinem Haus probieren? Geht das Holz auch weg? Ja, ne? Ja, alles. Aber ich muss doch voll nah dran gehen. Ich glaube, das Schießen fehlt auf dem Spell. Kann das sein? Weil ich muss voll nah dran gehen. Und die Magier... Ja, du hast Touch reingemacht. Ja. Ist ja blöd. Aber ich konnte noch nicht schießen. Also ich hatte den noch nicht, glaube ich. Ich mache mir jetzt einmal denselben wie du, dann können wir das einmal sehen. Ich muss den Boden antatschen, ich muss richtig nah dran. Wo ist die Höhle gewesen, wo ich mal reingegangen bin? Da hinten, glaube ich, da gehe ich jetzt hin. Buddeln, warte mal, ich guck mal. Musst du echt so dicht dran? Ja. Stimmt, man muss relativ dicht dran eigentlich. Blöd. Geht eigentlich wie eine Schaufel. Ja, also nah dran muss. Aber ist, kannst halt gut leveln mit eigentlich. Ja. Also Steine kriegst du damit auf jeden Fall schneller weg als mit einer Spitzhacke, sagen wir es mal so. Echt? Würde ich sagen. Also Erde ging ruckzuck weg, ein Schlag halt. Ja, ist das doch gut. Dass wir ein bisschen dichter dran sein müssen, das ist halt... technisch bedingt. So. Ja, es ist... Das ist, dann hättest du anders... Warte mal. Oh. Ich guck mal. Ja. Wenn du noch Spell... Also hier Skillpunkte hast... Habe ich jetzt gerade nicht mehr. Nee, aber wenn, dann skillen wir bei dir einmal die grundlegenden Sachen von den anderen Trees, weil da haben wir Projektil. Projectile muss ich skillen, genau. Genau, und Self, sodass wir auch Dinge alle auf uns selber benutzen könnten. Jetzt buddeln natürlich eine schlechte Sache, aber sowas wie, was weiß ich, heilen oder. Was ist das da? Was ist das? Ars Magica Mage Torch. Was ist das, Goro? Es leuchtet lila. Ja, das ist richtig. Und es ist hinter meinem Haus.
Ja. Ja. Kommst du mal? Ja. Mini, mini, mai. Leg los, Kartoffelbrei. Hex, Hex. Nee, ich bin auf dem Weg. Das ist. Yeah. 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 Aua. Wie weit, wie lang läufst du denn? Ah, da kommt er gesprungen. Hier! Ich muss da einmal nochmal was. Hier! Ja, wo ist er hin? Ja. ich wollte ganz cool landen. Was ist das? Siehst du's? Er macht's kaputt. Das war bestimmt das voll selten! Das war irgendwas von Ars Magica. Ja, kann nicht so wichtig gewesen sein. Ich hab's nicht in Too Many Items gefunden. Es hat ja auch keinen richtigen Namen gehabt. Nee, das stimmt. Oh nein! Ah, ich stürz ab! Ich glaube, der Timer darf in der Luft auslaufen, du kriegst dann keinen Schaden. Du darfst nur nicht kurz vorm Boden sein und der Timer darf auslaufen. So wie. Wo hast du das denn gelernt? Es ist mir gerade aufgefallen. Ich bin ganz tief gefallen, hab keinen Schaden bekommen. Aber Dalu ist ja kurz vor. Also er war ja einen Zentimeter über dem Boden und ist dann aufgeklatscht und ist dann gestorben. Als der Zauber ausging. Vielleicht darf das nicht sein. Ich dachte, das war, weil Dalu es nicht drauf hat. Hat er nicht gesagt. Oh. So, Zauberstäbchen. So, ich habe aber ein anderes Anliegen. Sehr gut. Sehe ich wieder was. Und zwar muss ich das Buch hier machen. Kann ich damit Utility auch den Schwimmkram machen und so? Oder machst du den? Nee, ich kann das nicht. Ich habe keine blauen Punkte mehr. Ich müsste jetzt einen Boss legen, damit das geht. Utility, warte. Nee, du kannst aber sowas wie. Du kannst Invincibility machen. Teleportieren kannst du auch. Ja, mal besser. Und der letzte ist. Aber eigentlich wollten wir ja auch ein bisschen. Der letzte Spell, den du machen kannst. Du kannst Water Breathe noch machen. Oh, sehr gut. Was ist denn gerade passiert? Banish Rain. Du kannst Pflanzen zum Wachsen bringen. Ja, Bone Meal mäßig so, ne? Genau. Telekinese. Der letzte Spell, den du machen kannst, ist Tod. Instant oder was? Davon gehe ich aus, das ist wie dieses Machtwort Tod in World of Warcraft oder so. Ja, dann ist der eh verboten. Laut den Regeln ist das nämlich noch nicht verboten. Und weißt du, wie ich die Regeln auslege? So wie sie mir gerade passen. So wie sie mir gerade passen, ne? Und wenn deine Regeln gerade nicht steht, dass das verboten ist, dann ist das auch noch nicht verboten, Nefias. Das macht man bei euch da oben, vielleicht bei euch unten in Dortmund so. Aber bei uns in Norddeutschland ist das ganz anders. Was eine Laberbirne. Nein! Horse Effect, fuck you. Nee, Fias, jetzt hör mal auf, hier so rumzuschreien. Und lock dich endlich mal wieder aus, man. Und wie du wieder Horse Effect. Du bist auch so ein Horse Effect. Left the game. Wiedersehen, Nee, Fias. Hallo. Hallo. Ich habe ein Problem. Das wäre? Ich muss mich in dein Haus stellen. In mein Haus? Ja, ich krieg selber einen Level-Kristall. Ja, ich bin gerade in der Höhle. Wenn ich einen finde, bringe ich dir einen mit. Super. Stell mich dann in der Zwischenzeit in dein Haus. Scheiße, oh, ich... Was machst du? Ich fliege halt nur so krass, wenn ich mit dem Sprungdings bin. Ist geil, ne? Ja, es ist geil auf einer Seite, auf der anderen Seite ist es total scheiße. Weil ich echt immer aus meinem Haus rausfliege.
Das ist wie so ein Katapult. Apropos Katapult. Katapult. Im Unterricht habe ich mit meinen Schülern Katapulte gebaut. Und damit Schüler abgeschossen? Nee, noch nicht. Das machen wir nächstes Mal. Das fanden die aber super witzig. Ja, sowas Praktisches ist immer toll. Ja. Und dann habe ich das aber gleich so gemacht, dass ich denen nicht irgendwie eine Lösung gegeben habe, wie man das baut, sondern ich habe gesagt, hier, ihr habt diese Sachen und dann baut mal. Ja, ist doch gut. Dann denken die wenigstens mal selbst nach. Das fand ich als Kind auch immer am geilsten. Boah, wenn ich hier rauskomme, habe ich wieder ganz viel Kohle. Das tut mir ja schon fast gut, ey. Vor allem mit einer Fortune-Spitzhacke baue ich gerade Kohle ab. Das geht so gut. Ich habe schon 2 Stacks Kohle gleich. So, und hier. Ich werde jetzt nämlich unseren Vorteil in den nächsten Duellen erhöhen. Aha, aha. Du machst Scrolls? Ich habe so ein Scrolls-Buch gemacht, ja. Die kosten Level. Ihhh. Ist ja ekelhaft. Und? Die kosten Arcane Stone. Ach, deswegen wollen die das. Ja, ich hab ganz viel, also ich bring dir nachher was rüber. Oh ne. Wir müssen ja einen Arcane Stone dann auch mitnehmen zum Duell. Ah, auch noch. Weil. Die Scrolls, die Arcane Stones verbrauchen, ne? Genau. Ja. Enderman. Oh, Enderman. Oh, Enderman. Toter Enderman. So, Gold nehme ich mit. Ist doch mutig. So. Ich versuche die ganze Zeit eine offensive Scroll zu kriegen, aber es geht gerade noch nicht. Ich habe noch nicht genug Level. Ich will unbedingt die Scroll of Range haben. Eine habe ich ja. Habe ich irgendwann mal geklaut. Von Agapi, glaube ich. Eine schon zu besitzen hilft dir nicht, oder? Oh Gott. Nee, ich muss die einmal selber erschaffen haben, aber hat noch nicht genug Level. Wie viel Level hast du? 12. Und testen das gleich mal mit dir. Ich glaube nicht, dass das Buch an mich gebunden ist. Glaubst du das nicht? Die Pommes sind so salzig, ey. Da geht der Mund immer so kaputt von, ne? Der Mund zersetzt sich schon, ne? Nachspülen. Und das ist ja nicht mal, weil die Pommes gut sind oder so. Das ist einfach nur dieser Mindestbestellwert. Ach ja. Liebe Lieferservices, wenn ihr dies hört, macht einen Lieferservice für Single-Haushalte oder so. Für Meckes. Für Meckes? Ich sehe Potenzial. Meckes Lieferdienst? Gibt es ja in manchen Ländern schon. Ja, aber warum gibt es das bei uns noch nicht? Weil hier viel zu viele bestellen würden. Aber ja, aber das gibt's ja nicht. Wie kannst du denn zu viel bestellen? Weil du kannst ja nicht zu viel verkaufen. Die Ressourcen hätten die doch gar nicht dafür, das zu liefern. Da gibt's nur Beschwerden, dass alles zu spät kommt. Dann müssen wir noch auf die Drohnen warten, glaube ich. Du musst das ja so genial machen. Du musst das ja nicht liefern lassen mit dem Auto, sondern so Rollerlieferservice. So ein Rollerlieferservice? Oder Motorräder oder so. Das hat gebimmelt übrigens. Schon wieder um. Oder? Die Folge ist um, ja. Okay. Da sagen wir vielen Dank fürs Zusehen. Schaltet in der nächsten Folge auf jeden Fall wieder ein. Ja. Und abonnieren, favorisieren, liken, teilen und so weiter und so fort. Wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss. Tschüss.